Hallo, hier sind wir wieder bei Daisy. Stehen immer noch vor der Militärbasis, aber mittlerweile auf einem anderen Server. Ich hoffe ja, dass hier Zombies irgendwie vorhanden sind. Aber schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir hier weitergehen in die Richtung. Ne, wir laufen jetzt wieder Richtung Osten, so grob. Und naja, einfach mal schauen. Bäume. Das Wetter hier auf diesem Server ist ebenfalls sehr gut. Und die Uhrzeit, ja, ich glaube, wir haben jetzt so circa 16 Uhr irgendwas auf dem Server. Mal schauen, ob wir hier noch die erste Nacht erleben. Aber naja, hier ist ja bislang alles ruhig. Wir folgen jetzt einfach mal diesem Weg. Wir sind nach wie vor eher unvorsichtig, denn naja, irgendwie wollen wir auch schon ein bisschen provozieren, dass was passiert, oder? So, wir können ja mal in die Third-Person-Perspektive wechseln, damit das vielleicht für euch ein bisschen interessanter anzusehen ist. Hallo, Wetter! Okay. Es ist hier eine Teerstraße. Wo könnten wir da sein? Okay, wir haben hier die Militärbasis. Sind wir denn gerade diesen Weg entlang gelaufen? Ich würde ja sagen, das Schwarze ist eher eine Teerstraße, oder? Obwohl, nee, das. Nee, okay, ich denke, wir sind diesen Weg lang gelaufen und stehen jetzt quasi hier. Okay, ich würde mal sagen, wir laufen einfach weiter querfeldein, dann landen wir hier in Stary Sobor, etwas größerer Ort. Da gibt es dann bestimmt wieder ein bisschen Spannung und vor allen Dingen sollten da vielleicht auch ein paar Zombies mal zu sehen sein in diesem Spiel, das sich doch vor allen Dingen durch Zombies auszeichnet, glaube ich. So, wo ist jetzt der Weg? Okay, da. So, nehmen wir mal noch kurz den Kompass. Sehen wir natürlich so nicht. So, okay, laufen wir einfach weiter Richtung Osten. Das sollte passen. Es ist so leer hier in Daisy. Keine Zombies kann ich sehen. Nur Landschaft und sehr viel Bäume. Oh weh. Oh weh. Ist ja eigentlich sehr friedlich hier. In Zeiten der Zombie-Kalypse, muss man ja ganz ehrlich sagen. So als Naturbursche hat man doch hier eigentlich puren Luxus. Keine Bedrohung, außer Pollen, die hier ein bisschen durch die Gegend fliegen. Aber ansonsten würde ich mal sagen, ist das doch relativ ja, ruhig alles. So, ab durch den Busch. Oh, da kommen wir wohl nicht durch. Gut. Dann müssen wir ein bisschen umgehen. So, hinter diesem Wald haben. Oh, da sieht doch schon nach Ortschaft aus. Ja, könnte tatsächlich dann die Stadt sein, wenn wir uns jetzt ein bisschen so gelaufen sind. Ja, dann wird das Stary Sobor sein. Okay, gut. Dann geht's ab, weiter nach Stary Sobor. Stary Sobor, wo bist du denn, mein lieber Freund? Ich möchte alles sehen. Tja, wir laufen hier immer noch über das offene Feld in der Hoffnung, dass uns einfach keiner sieht. Zumindest keiner, der uns feindlich gesonnen ist oder uns gar beißen möchte. Wie einer dieser sogenannten Zombies. Ich dachte gerade für einen Moment, da wäre ein Tier, aber es handelt sich dabei einfach nur um einen großen Busch. Nun denn. Was natürlich schon cool ist so hier die Weitsicht und dass man dann tatsächlich so jeden einzelnen Baum in weiter Ferne sieht. Ja, das macht schon einiges her. Und das finde ich, ja, trägt auch gewisserweise zur Stimmung bei. Und ja, die Engine mag scheiße sein, aber ich finde sie halt dann eben teilweise optisch unglaublich schick, zumindest so auf den ersten Blick, weil ja, die Grafik sieht einfach sehr realistisch aus und das gefällt mir.
Okay. Wir trudeln jetzt so langsam hier in den Ort rein. Aber auch hier ist irgendwie nichts zu sehen, oder? Kein Lebens- oder Untotenzeichen in Sicht. Wir mal hier ins Haus. Was ist das? Das wollen wir nicht. Duct Tape. Nö. Oh, ich bin durstig. Warum sagst du das denn nicht, Kollege? Ich möchte ja immer noch gerne einen Dosenöffner finden. Also das können wir uns ja als Aufgabe vornehmen, dass wir in dieser Episode mal einen ordentlichen Dosenöffner finden. Jetzt hat er das Ding fallen gelassen. Ist doch auch bescheuert, oder? So, ich bin immer noch hungrig. Nee, hungrig nicht mehr, aber durstig. Okay, dann trinken wir noch mal einen Schluck. Rasputin. Das gute alte Rasputin-Bier oder was auch immer das sein soll. Vielleicht ist es ja auch Wodka. Quass. Was ist denn nochmal Quass? Ich wusste das mal, aber egal. So, da kommen wir nicht rein. Aber da sollte es wieder nach draußen gehen. Ah, glitscht hinten so eine kleine Kirche durch die Gegend. Hier ist nichts, oder? Einfach mal rein, gar nichts. Doch. Da ist einer. Wollen wir ihn erschießen? Wir haben hier nichts zu verlieren, oder? Was geschieht denn da? Meine Güte. Oh, ihr hättet das mal erleben müssen jetzt gerade. Irgendwie. Es ist wieder mal sowas von typisch, ne? Ich habe mich so erschrocken, weil in dem Moment, in dem der Zombie auf mich zulief, tja, ist etwas geschehen. Nämlich ist mein Xbox-Controller mit einem lauten Poltern von meinem PC runtergefallen. Und das hat mich so erschrocken, dass ich vom Bildschirm weggesehen habe. Und, einfach ein leichtes Problem habe. Geh zu. Oh je, oh je, oh je. So, jetzt muss ich erstmal hier den Xbox-Controller wieder hochnehmen. Ach. So, meine Güte, das ist wieder mal typisch mein Leben. So, aber ich blute ja gar nicht, oder? Nö, ich wurde nicht verletzt. Sieht zumindest nicht so aus. Aber so. Ein Fehler an diesem Spiel ist übrigens auch, dass die Sicht, wenn sie so blurry wird, manchmal einfach nicht wieder normal wird. Und da muss man dann kurz in die Videooption reingehen. So. Jetzt will ich mal gucken, kann ich dieses Magazin, kann ich doch aber wieder füllen, oder? Ich habe doch irgendwo noch die Patronen. Okay. Load Ammo. Oh nee. Jetzt muss ich das hier erst wieder detachen, dann kann ich es laden, dann kann ich es wieder. Nein, das war natürlich Bullshit. Oh. Himmel, Herrgott. Es nervt mich. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. So. Was ist das? Ist es jetzt geladen? Ja, davon gehe ich ja mal aus, oder? So. Wie kann man denn hier überhaupt in die Visiersicht umschalten? Steuerung. Zuordnung, Infantry Movement, nein. Infantry Weapons, Luft anhalten, sekundäre Maustaste festhalten. Visier. Aha, null.
Okay, das wollen wir doch mal. So halte ich also die Luft an. Ah, okay. Gut, wir müssen es tatsächlich zumindest standardmäßig ist es so vorgesehen, dass wir es über die Null-Taste machen. So, dann werden wir das jetzt mal tun. Jetzt laggen wir hier gerade so ein bisschen durch die Gegend. Das ist natürlich genau der richtige Moment für Lags. Was war das? Ich höre da was. Hört ihr auch was? Gerade habe ich so ein leichtes Röcheln gehört. Hallo, wir sind doch noch hier, um einen Dosenöffner zu finden. Naja, okay. Jetzt ist ja erstmal nichts mehr da. Okay, unsere erste Begegnung mit einem Zombie lief wie so häufig total dämlich ab, aber egal. So. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Dosenöffner hat man uns ja vielleicht noch übrig gelassen. Eine Mütze, nee. Hier gibt es nichts zu holen. Nichts Spannendes zumindest. Nein. Gut, dann schauen wir uns doch mal hier diesen Wegweiser an. Robin Kobob. Robin Kobob. Okay, da geht es in den Hobbit Kobob. Beziehungsweise Novi Sobor. Ja, dann laufen wir einfach mal dahin. Da hinten sind sie. Ich möchte doch jetzt einfach mal einen töten. Ich meine, ja, so ein Schuss erregt wahrscheinlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit, aber was soll's. No risk, no fun. Und danach gehen wir nach Hobbin Bobob. Jetzt weiß ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es passieren Dinge. Hallo. Ich habe mich schon wieder so erschrocken. Jetzt weiß ich auch, warum mein Controller runtergefallen ist, denn immer wenn ich im Spiel schieße, dann, ja, wie soll ich sagen, dann vibriert mein Controller. So hat er sich von selbst vom Rechner hinunter bewegt. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich werde dieses Let's Play gleich beenden und löschen und nie wieder darüber reden. Ich einfach so ein schlimmer Typ bin. Aber ich bin schon wieder nicht verletzt. Oder? Nö, ich bin schon wieder nicht verletzt. Was ist denn das für ein Quatsch? Hey, sie glitschen hier durch. Hey. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Seht ihr, wie verschwommen das gerade ist? Und das bleibt jetzt auch so, bis man wieder in die Grafikoption geht. Da schon wieder Viech. Ja, ist mir jetzt auch egal.
So, Hobbin Bobob sind noch 2 Kilometer. Hallo, geht's dir gut? Scheinbar nicht. Okay. Aber wir sind immer noch nicht verletzt, wir sind nur ein bisschen durstig. Das ist schon alles ein bisschen seltsam hier. Okay, wir sehen uns wieder in Bob'n Bobob. Bis denn. Tschüss.